Oh, ja, aufgewacht. Oh, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, sagen wir mal, und Rollenspiel. Ja, wir haben jetzt in letzter Zeit ja eher gebaut in der normalen Welt, also in der City-Welt. Die ist richtig cool gewesen, also richtig cool angefangen. Momentan ist es noch ein bisschen schwer, so ja, die Häuser so richtig im Stadtteil anzuordnen. Es wird momentan eher so ein bisschen Reihenhäuser gebaut und ja, die U-Bahn ist schon gebaut worden und so weiter. Das können wir dann mal anschauen. Hier habe ich noch die Holzachs drin, die mache ich mal kurz weg. Und ja, hier ist ja die Rollenspielwelt und deshalb machen wir dazu auch Rollenspiel. Aber wir müssen, denke ich mal, nochmal farmen. Das war vom Livestream. Eine Folge war im Livestream. Ja. Geht das? Ja, das geht. Okay, hier ist Nacht. Ist jetzt nicht so gut. Komm, wir machen mal kurz ein Boot und gehen einfach mal irgendwo am Strand entlang, damit wir nicht direkt ja, angegriffen werden. Hallo? Ja, das Server läuft noch nicht so ganz rund. Also, wenn man uns helfen kann, da die paar Lags und ja, Desyncs wegzumachen. Der bekommt natürlich bei uns einen riesen Bonus, weil der Server natürlich noch nicht so beliebt ist, ist klar, wir machen keine Werbung. Ich mache eigentlich nur Videos und Livestreams und mache so Werbung, sonst ist eigentlich der Server noch nicht bekannt. Und jeder darf mitmachen, klar. Jeder darf im Rollenspiel mitmachen. Und zusammen gehen wir dann auf Abenteuer und machen Shops und so Sachen. Ja, ich denke, dieses Wrack ist schon mal geplündert worden. Aber wir schauen mal kurz, haben wir das zu tun. Ah, hier ist eine Insel, Zuckerrohr. Okay, vielleicht der Fisch fangen gehen. Ja, wenn das gehen wir ja. Wenn es gut trocken könnte. Mist. Komm schnell. Nein. Jetzt gehe ich hier oben durch. So. Jetzt. Ja, jetzt geht's. Okay, ist noch nicht geplündert worden. Sehr gut. Ja, das Lady Bummer, der das Haus auf der gegenüberliegenden Seite hat, der hat schon recht viel gefarmt. Also wir nehmen das untere mal nicht. Ah, da ist der Fisch. Oder doch? Kurz runter. Hier schauen. Kann man hier? Ja, sehr gut. Hallo? Okay. Eine Schatzkarte. Ja, gehen wir direkt mal auf Schatzsuche, oder? Die lohnen sich meistens am Anfang. Okay, Richtung Norden scheinbar. Was ist im Norden? Hier doch. Hä? Sollte eigentlich schon richtig sein, oder? Man sieht überhaupt nicht, in welche Richtung wir fahren. Dann gehen wir auf die andere Seite. Und es ist Tag, ja, also es ist sofort Tag geworden. Das ist sehr gut. Ja, und das ist direkt eigentlich hier am Spawn. Sehr gut. Aber wahrscheinlich schon gefarmt. Weil die Schatzkisten können öfters droppen. So. Ja, geht gerade nicht so. Eigentlich dort, ja. Sieht noch nicht angerührt aus. Geschüttelt, nicht gerührt. Okay, mitten im Ozean. Ungefähr hier. Das ist natürlich, ja, Kies. Ah, ich glaube, das wurde hier schon gefarmt. Ja. Lohnt sich das? Komm, das lohnt sich nicht. Wir gehen jetzt mal direkt hier geradeaus. So, in die Richtung.
Ja, und ich habe natürlich sehr, sehr viel Motivation, da viel zu machen, mich auch wieder zu verbessern. Ja, momentan ist wahrscheinlich nicht so gut das Bild, das ich habe umgestellt auf VQR, glaube ich, oder so das. Und da muss ich noch den Wert, den optimalen Wert herausfinden. Das ist natürlich nicht immer so ersichtlich. Aber ihr dürft gerne Feedback geben, was ihr so wollt. Und ja, eigentlich muss ich nur größer werden. Da dürfen wir mir gerne helfen. Hallo? Mach du mal richtig. Oh, eine Angel. Okay. Ist jetzt nicht so ein guter Loot. Ah. Das macht mir immer Angst, wenn man ertrinkt. Wir gehen einfach weiter. Ist das nicht der Anfang in dieser Richtung? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wir gehen jetzt einfach in die Richtung. Oh, okay, Schwarzeichenholz, das ist sehr gut. Das brauchen wir. Oh, nochmals eine Yacht. Voll laute Yacht bauen. Nein, ein Rock. Oh, der Baum ist sehr gut, der ist frei. Da fallen die Blätter gut ab. Okay, da haben wir mal ein schönes Biom gefunden zum Farmen. Und ja, wir müssen eigentlich noch eine Höhle machen. Hä? Okay. Ist doch nicht alleine. Aber. Ja, gut. Nicht so schwer wie die anderen, die zusammen bleiben. So, also. Eine Eisenaxt für unsere Holzfäller leben. Momentan noch. Ja, ich bin jetzt noch mal kurz überlegen, was wir rollenspieltechnisch machen sollen. Das habe ich noch ein bisschen verschwitzt. Ich würde einfach aufnehmen heute, weil es mir heute ein bisschen besser geht. Ich bin immer noch krank. Ich habe immer noch irgendwie ein Fieber. Also keine Ahnung. Die Diagnose, die ist erst am Montag hoffentlich dann wirklich da. Aber ich hoffe, Montag. Mir geht es schon nicht gut. Irgendwie ist es schon eine starke Entzündung jetzt diesmal. Ich habe halt immer wieder Entzündungen wegen dem Rücken. Der löst irgendwie die Entzündungen aus. Also da sind es meistens nicht Viren. Und deshalb kann man da auch nicht gerade so schauen. Ja. Ist denn da diese oder diese Entzündung. Ich habe einfach einen ganzen Körper. Dabei müsste ich ja so viel Fußball spielen und kann einfach nicht. Ja, und Erfolg hoffe ich dann über Fußball zu bekommen, weil heutzutage brauchst du so gute Qualität und alles, um überhaupt ein bisschen erfolgreich zu werden. Ja. Es ist einfach, je mehr ein Spieler, sein Livestreamer oder ja, Let's Player Zuschauer hat, desto schneller geht es. Deshalb rennen die Großen auch davon, oder? Obwohl sie eigentlich ja nicht unbedingt viel besser sind als die Kleinen. Einfach nur professioneller wissen sind, weil sie da ganz viele ja, Mithelfer haben, Support. Und das habe ich natürlich noch nicht so. Aber ihr dürft gerne mich supporten. Es ist alles freiwillig. Und ihr dürft mitmachen. Das hilft mir auch sehr. Also der Slavy Bomber wird wahrscheinlich schon mitmachen. Der Ghost hat keinen Bock auf Survival. Der Kev hat leider auch keinen Bock auf Survival. Ja, der Panda hat auch noch nicht angefangen. Wahrscheinlich hat er auch nicht so viel Bock. Der ist ja der professionelle Bauer auf dem Server. Was der so für Sachen macht, das ist einfach krass. Und wir können da nichts einsammeln. Aber Reparatur auf der Angel ist nicht so gut. Schade. Vier haben wir schon mal. Jetzt müssen wir noch kurz Geduld haben. Wollen wir hier meinen? Hier so rein meinen? Ich finde ja, das muss so sein. Wir meinen uns hier rein.
und sammeln den Diorit. Den könnten wir auch ein bisschen gebrauchen. Ich finde, den Stein hat sich schon extrem verbessert, oder ja, so nicht, also brüchig, aber glatt hat er sich schon extrem verbessert. Müssen wir mal schauen, wenn wir dann Ding. Und ich spiele extra jetzt im normalen Texture Pack. Es ist nicht so, als möchte ich jetzt nicht ein Texture Pack finden, sondern das Texture Pack ist ein bisschen verbuggt. Also es hat. Wir können ja das mal kurz ein bisschen einstellen, damit ich kurz zeige, wieso ich es nicht verwende. Es sieht schon cool aus. Aber laden bitte. Und zwar gehen wir kurz in den Game Mode, damit ich es zeigen kann. Ah, da hat es nochmal. Okay, es wurde gefixt. Okay, jetzt können wir eigentlich mit dem weiterspielen. Es wurde einfach gefixt. Es ist nicht mehr da. Lol. Aber das Spinnennetz hat so Wasser und Lava. Ja. Geflimmert sozusagen, also immer wieder abgewechselt. Das ist doch gut, das ist. Ja, ist gut. Das müssen wir natürlich fixen. So. Nicht cheaten, Drago. Kleiner Lausbub. Cheatest einfach random Let's Play. Bye. So. Wir graben uns runter zu den Diamanten, damit wir schon fertig sind mit dem Spiel. Ich finde es ein bisschen schade, dass es immer so schnell geht, bis wir Diamanten haben. Aber so lange geht, bis wir den Zaubertisch haben. Ja gut, hallo, Spiel. Okay. Ich wurde teleportiert. Abkürzung gemacht. Ja, der Service hat nicht ganz durchhängig. Dafür hat er unendlich Slots. Und das ist irgendwie ein bisschen besser. Aber ja, da müssen wir noch fixen. Es liegt wahrscheinlich am Host. Der hat wahrscheinlich nicht gerade so viel Kraft, so gute PCs, zum den Server drauf zu machen. Das Hosten ist wahrscheinlich nicht so professionell bei dem. Finde ich ein bisschen schade. Aber ja, die guten sind halt extremes teuer. Und das können wir einfach noch nicht benutzen. Aber scheinbar ist der Host auch nochmals wieder ein bisschen teuer geworden. Also durch ein Event wurde das ein bisschen günstiger. Und jetzt ist das Ding, also werden wir wahrscheinlich den Host halt wieder wechseln müssen. Also wieder. Wir haben das erste Mal jetzt. Okay, verwandeln sich. Ja, müssen wir dann schauen. Aber weil ich ja nicht survived habe, habe ich das auch nicht so gewusst, dass es so schlimm ist gerade. Keine Ahnung, dass es so schlimm ist jetzt. Dürft ihr mir gerne helfen. Aber Blende zu habe ich ja auch Probleme mit der Performance. Ja. Es ist einfach jetzt momentan so, dass ich schon viel gebaut habe und dadurch das Spiel irgendwie ein bisschen laggt. Keine Ahnung, ob die Engine da das nicht aushält, so viel zu bauen. So viel Tier zu haben, animieren. Keine Ahnung. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Uhr. 7 Minuten. Ah, okay. Ja, ich würde vielleicht auch nicht ganz so lange wie Parts machen. Damit einfach ja, geschaut werden kann. Jetzt habe ich die Steinspitzhacke, aber die machen wir jetzt noch kaputt. Also wie sie zerbricht. Weil wir haben, ja, wir haben schon ein Eisen. Also Eisen haben wir schon. Und Eisenerz, aber es geht halt ein bisschen lange. Ja, es geht länger mit der Schaufel. Steinschaufel. Also machen wir das mal so, dass wir da. Also Stein. Steinspitzhacke meine ich. So.
Dann gleich mal nochmals eine Spitzhacke. Gut. Und jetzt können wir. Ja, komm. Wie machen wir denn das? Wir müssen alles neu machen. Alles ist sozusagen zerbrochen. Ich habe doch gesagt, wegwerfen. Ah. Wir sind dann in zwei. So. Und das ist jetzt Bedrock. Ja, das sind wir schon zu weit. Doch extra geschaut. Also. Ah, ich habe den falschen geschaut. Machen wir 11, hä? Ah, die Schaufel haben wir weggeschmissen. Komm, brauchen wir nicht mehr. Also 11. Und direkt hier zwei Produktionen. Wenn wir es hätten, wenn wir nur Platz hätten. Legen wir mal Eichensetzling weg und Weizenkörner. Produktionen sind hier. So. Diamanten kommt sofort. Nein, nicht so. Das sind keine Diamanten. Ja, jetzt ist die Lava halt immer eins höher, aber dafür finden wir mehr Diamanten. Wasser? Ein Wassereimer oder was? Okay, gut. Graben wir uns gerade mal hier durch. Ah, jetzt zumindest. Ah, und Lapis Lazuli. Sehr schön. Ja, wir haben gedacht an so ein Dschungelvolk. Ich wollte eigentlich so Piraten machen. Oder Dschungelpiraten, wäre das etwas Interessantes. Und dieser ein Volk, ja, so ein bisschen auf Zoff aus ist. Oder auf ja, ein bisschen andere Leute so nicht beklaut, also das wollen wir auf dem Server ja nicht haben. Sondern einfach so ein bisschen hunted oder so. Keine Ahnung. Aber ja, PvP ist aus, stimmt. Naja. Wir wollen es eigentlich anlassen, aber dann Keep Inventory oder so. Aber das lässt sich nicht balancen. Also momentan sind wir halt so wenige, dass es sich nicht balancen lässt. Gar nicht. Und deshalb können wir das nicht machen. Also eventuell sind wir halt einfach so ein bisschen am anders reden. Ein bisschen unliebsam reden. Und ja. Haben sozusagen dann das Abenteuer. Also ich bin halt der Nette dann. Ist mir nicht so wichtig, was ihr denn wollt, gell? Es geht ja um euch, ihr seid die Zuschauer. Mir ist es egal, was ich mache. Ich bin ja sehr flexibel. Unglaublich flexibel. Was ich so für Games spielen kann, was andere niemals spielen würden. Das ist schon krass. Und ja, das ADHS ist ja auch ein bisschen runtergegangen. Einfach nicht wundern, wenn ich manchmal ein bisschen emotionenlos bin oder so, dann bin ich halt einfach in Konzentration, weil die Sinne bei mir so extrem stark sind. Aber momentan ist es eigentlich sehr gut. Und ich kann eigentlich... Ah, oh, Diamanten, sehr gut. Also machen wir gleich mal ein bisschen frei. Wir brauchen nicht so viel Stein wegwerfen. So. Und gehen noch mal kurz zurück. Oder haben wir noch Zeit? 2 Minuten. Oh ja. Also ich mache jetzt mal einen 30-Minuten-Part. Ist 30? Nein, 20-Minuten-Part ist nur. Machen wir mal 20-Minuten-Part. Und ich werde jetzt einfach den Ofen noch durchbrennen lassen. Und dann gehe ich ja, nach Hause sozusagen. Und dann machen wir zu Hause dann weiter. So, weil wir müssen ein Haus bauen, das ist wichtig. Ah, hier haben wir eigentlich recht viel von diesen drei
besonderen Stein. Und da oben Holzstufe zum Schiff, genau. Rote Lachs. Vielleicht noch ein bisschen fischen. Aber ich werde nicht leveln. Mit dieser Angel. Ich werde eine andere Angel benutzen müssen. Aber habe keinen Faden, ja. Ja, gut. Ist nicht so schlimm. Ja, dann müssen wir hinterher hinschwimmen, weil ein Home mache ich hier in der Farmwelt nicht. Das wäre ein bisschen zu gefährlich. Gut, also dann viel Spaß noch mit anderen Videos oder ja, was ihr macht. Halt privat. Tschüss.